nicht helfen? Ach du Scheiße. John. Bist du das? Captain. Was tust du hier? Meine Frau liegt hier. Das vom letzten Jahr soll sich nicht wiederholen. Es tut mir so leid. Ich wusste nicht, dass du hier mal bist. Was geht ab, Leute? Nerdalert Games, und willkommen zurück zu Death Stranding. Sam, die Westseite dieser Region bedeckt ein riesiger Teergürtel. Dahinter liegt Edgenon City, die letzte Bastion der Zivilisation da draußen. Diese Stadt ist dein letztes Ziel. Sobald du sie mit dem Cupid an das chirale Netzwerk anbindest, deckt es den ganzen Kontinent ab. Amerikas Wiedergeburt ist so nah. Und vergiss nicht, dass Amelie dort gefangen gehalten wird. Du musst sie sicher nach Hause bringen. Aber ehe du den Teergürtel durchquerst, musst du noch einen weiteren Knoten knüpfen. Hartman wird dich unterstützen. Sam, du müsstest mir ein paar Dinge bringen. Erstens, die Erkennungsmarke dieses Soldaten. Steck sie in eine Tasche, damit du sie nicht verlierst. Zweitens, Mamas Leiche. Ihr Körper zeigt keine Anzeichen von Nekrose. Und ich würde sehr gerne wissen, warum das so ist. Vielleicht erfahren wir durch genauere Studien etwas, das uns helfen könnte, den gestrandeten Tod zu überwinden. Selbstverständlich. Noch eine Minute. Ich habe nicht viel Zeit. Bereite dich vor, ich erwarte dich. Am Terminal findest du den offiziellen Auftrag. Geil, so gegen Ende des Spiels lernen wir erstmal den letzten Charakter im Spiel kennen und besuchen sein Labor. Klasse. Gut, wir sollen die Leiche liefern. Machen wir. Noch brauche ich mich nicht so gut vorzubereiten. Ich muss auf jeden Fall Waffen haben für den letzten Job, den wir hier machen. Oh, das ist aber nett. Dann nehmen wir doch mal Langstrecke, wenn ich schon mal gestehen habe. Wahrscheinlich haben wir aber auch noch Online-Fahrzeuge da stehen. Ansonsten brauche ich nicht viel. Gut, der Weg, der wird wahrscheinlich richtig toll sein. Oh, wenigstens eine Sache. Der Rest sollte okay sein, ja. Ah, das sind nur Trucks, aber ich möchte den Three-Wheeler haben. Gut, der steht. Witzig finde ich auch, dass ich nie Ressourcen sammle, aber trotzdem 1000 Ressourcen habe. Das ist auch immer gut. Das Schwebeteil brauche ich nicht. Ich habe meine ganze Ausrüstung in dem Dingens gelassen. Wir haben nichts dabei, außer das Nötigste. Scheiße. Ach ja, im privaten... Ja, jetzt erinnere ich mich. Im privaten Spind war die Ausrüstung, hat er ja gesagt. Keine Nekrose. Geh nicht zu den GDs über. Also gut, Sam. Kümmer dich um sie. Und keine Sorge. Sie wird nicht nekrotisch. Orlingen ist speziell. Wäre lustig, wenn unsere Haas letztendlich der Schlüssel zur Rettung für uns alle sind. Hat er sie einfach auf den Boden gelegt? Anstatt dass sie auf der Trage gelassen wird, erstmal. Gut, Terminal aktivieren und dann schauen wir mal in unserem privaten Spind nach. Ein paar lasse ich vielleicht hier.
Ah, nicht auf dem Rücken tragen. Nein, das ist blöd. Den Rest lasse ich da. Blutgranate. Zack, 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 zack. Die möchte... Moment. Das check ich jetzt nicht. Ich hab doch... Das verstehe ich jetzt nicht. Die Tasche ist gefüllt hinten? Da ist doch gar nichts drin. Auf dem Rücken. Wie greife ich denn nochmal auf die Tasche zu? So, ja. Sag ich doch. War doch nicht gefüllt. Okay, auf dem Rücken. Los geht's. Vielleicht sollten wir die Route planen, aber ich denke, hier dürfte eine Straße runter sein. Dann ist es auf jeden Fall schon mal eine Brücke. Vielleicht fahren wir mal bis zu dem Punkt. Dann hier bis zur Brücke. Oh, das ist aber wirklich eine Ecke. Beim Arzt vorbei, kann ich gar nicht machen. Das ist genau, das war die... Wenn wir Glück haben, kommen wir hier und dann müssen wir irgendwie durch die Berge wieder. Alle sind immer schneebedeckt, die Berge hier, scheiße. Das Ding geht ab, ey. Ich hoffe, wir reißen die Leiche nicht in Stücke, wenn wir mal von dem Motorrad fallen. So, das ist jetzt die Frage. Hier kommt man, glaube ich, nicht weiter. Nicht weiter. Bäh, sag ich dazu nur. Ah, da haben die sich aber einen schicken Weg ausgedacht. Nichts ist einfach in dem Spiel, ehrlich. Ich denke, mit ein bisschen Geduld kommen wir da hoch. Ich habe das letzte Mal auch geschafft. Sag ich doch, das geht. Wie eine unsichtbare Wand. Hier wird nicht aufgegeben. Gut, aber hier können wir absteigen. Das geht nicht. Kurz verschnaufen.
Oh, ich habe gar kein Skelett mitgenommen. Nein, habe ich total vergessen. Das ist immer die Gewohnheit, dass es immer da ist. Naja, gut. Ich habe mich gerade gewundert, warum ich mein Gewicht halten muss. Oh, ich stehe auf der Stelle und bin am Torkeln. Nicht schlecht. Gut, dass ich eine Leiter mitgenommen habe. Yo, kann man die Leiter auch wieder mitnehmen? Wow. Leider nicht. Gott, jetzt ärgere ich mich total, dass ich das nicht mitgenommen. Egal. Ach ja, wir haben ja wieder den kurzen mit dabei. Müssen wir mal aufpassen. Da ist eine Toxämie. Wer wollte denn nicht schon immer mit einer Leiche auf dem Rücken spazieren gehen? Mitten in Schneeberg. Da schon sein Labor. Das muss ich leider wieder muten. Die ballern uns mit Musik zu. Das dürfte sein Labor sein, Tatsache. Ich lache mich kaputt, wenn ich hier runterfall und die Leiche geht da hinten ins Wasser. Warum ist hier kein chirales Netzwerk? Der gehört doch auch zu UCR. Fast da. Wow, mit Feuer. Richtig schön nett hochgezogen. Es ist ja verrückt. Liefern wir die Fracht. Lieferung abgeschlossen. Zeige Leistungsbeurteilung. Ah, na gut. Zugegeben, es war relativ nah tatsächlich. Wir hätten einfach über den Berg gehen müssen. Beitrittsanfrage erfasst. Warte auf Cupid-Verbindung. Ach, der war noch gar nicht drin. Warum? Das war der Knoten, den wir verbinden mussten. Komischerweise wird Sam irgendwie nie aktiv gehindert, diese Verbindung herzustellen. Durch Bosse oder Gegner. Ein Wärmepad. Bitte mit dem Kadaver in die Einrichtung eintreten. Gute Arbeit. Machen wir glatt. Auf geht's.